So, da sind wir und weiter geht es mit Elden Ring. Yes, yes, yes. Wir erkunden heute mal das Altus Plateau. Hier waren wir mal vor ein paar Folgen. Denn wir haben das ja hier so freigeschaltet. Es gab ja zwei Wege. Einmal über diesen großen Aufzug von Destus, dass man hier in diesem Bereich kommt. Oder halt durch das verhüllte Klammdorf. Dann haben wir hier den Boss gemacht, den Magma-Lindwurm, sind hier rausgekommen, einmal hier so hochgeritten, Ort der Gnade aktiviert und dann sind wir wieder abgehauen. Denn wir wollten erstmal diesen Bereich hier fertig machen. Ja, in der letzten Folge waren wir hier in diesem karianischen Lehrsaal, aber da fehlt uns noch so ein Gegenstand, da geht es nicht weiter. Deswegen ist das hier mehr oder weniger hier abgeschlossen, Liurnia, und wir gehen jetzt mal zum nächsten Bereich und das wäre das Altus Plateau. Tja, das ist jetzt ein bisschen komisch hier, wir sind jetzt hier und die Hauptstory geht ja hier weiter, ne? Das wird ja immer angezeigt und ja, das haben wir noch nicht freigeschaltet, dieses Mapstück, vielleicht müssen wir hier hochreiten, keine Ahnung. Wir sind jetzt hier. Genau. Das ist unser Ort. So, nehmen wir mal hier das Pferdchen. Da hinten war mal letztes Mal so eine Höhle entdeckt. Das war die hier. Entstellte Katakomben. Da oben müssen wir irgendwie weiter. Oder die war giftig hier, ne? So, was gibt es hier? Gibt es hier irgendwas Tolles? Ich glaube nicht. Nur was zu sammeln. Oder macht hier... Super. Zauber. Altus? Was ist das? Altus? Altus Blüte. Okay, jetzt haben wir hier noch so eine Höhle entdeckt. War. Höhle des Weisen. Aktivieren wir erstmal, damit wir das schön auf der Map haben. Und immer, wenn wir Bock haben auf so eine Höhle, dann machen wir. Dann machen wir die. Gibt es denn noch sonst irgend so eine Höhle? Was war das? Goldenes Glühwürmchen. Okay, die macht direkt voll den fetten Zauber hier. Vergiftung. Das waren hier die Ruinen. Warte. Da sind wir auch so durchgelaufen, durchgeritten. Ruinen des Parfumeurs. Ein Parfumeur. Seid ihr alle böse? Du bist böse. Du auch? Oh. Ha. Da sind überall diese... Steht da einer? Redet der mit uns oder will er Ärger? Oder will er Ärger? Ist ja gut, ist ja gut. Guck mal, was er für einen Schaden macht. Ist das der Parfumeur?
Wieso ist er denn so schlecht drauf? Ich weiß noch nicht, ob wir ready für dieses Gebiet sind. Keine Ahnung. Wir testen das jetzt mal aus. Vielleicht müssen wir jetzt noch ein bisschen leveln. Wir sind jetzt, Stufe 66. Okay, der ist schon hart drauf, der Junge, ne? Aber gab es irgendwie so einen tollen Loot hier? Oh nein! Ungewiss, was Tolles. Boah, ist das alles hier giftig. Fünf Flasche. Lass mich durch. Okay, der ist echt ein bisschen zu krass. Warte, ich wollte jetzt eigentlich hier lang. Tu das mal weg. Okay, wir haben was wir wollten. Deswegen geht es jetzt weiter. So, links geht es nicht mehr weiter. Das ist, es geht nicht mehr hoch. Also ich meine, es ist alles versperrt hier. Riesenberg. Also müssen wir da einen Mittelweg, wo dieser Drache da war. Ne? Da müssen wir durch. Hier hoch, dann kommt dieser Drache. Ja, und dann müssen wir alles erkunden. Okay, da sind jetzt drei Leute von denen. Wir gehen weiter. Da kam jetzt der Drache. Coole Animation. Aber den machen wir jetzt noch nicht. Wir sind ja wieder im Erkundungsmodus im neuen Gebiet. Ha! Cool. Dun, 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 dun. Wo sind wir jetzt? Da, ne? Tja, links kommen wir gar nicht hier. Vielleicht kommen wir nur von da oben da rein. Hier in diesem Bereich kommen wir jetzt nicht. Ach, das war die Höhle. Und hier wäre alles abgegrenzt. Ja, wir müssen uns irgendwie dieses Map-Stück holen. Kann ich jetzt hier den Weg so mal hochgehen? Ruinen von Lux. Was machst du denn hier? I've been waiting for you. I knew you had the stuff of champions. I hereby invite you to the Volcano Manor. Take my hand and have audience with my mistress. Die nimmt uns jetzt mit irgendwo woanders, ne? Okay, wir machen das mal. Give me your hand. Ja. I will pray that you follow the same path as Lady Tanith. Zack. Weg ist er. Haus Vulkan? What? Okay, erstmal Ort der Gnade. Sicher ist sicher.
groß ist das alles? Dann geht das noch weiter, ne? Das ist immer noch alles grau und das ist bestimmt auch noch alles hier. Jetzt sind wir im Haus Vulkan. Da ist ein Mapstück. So. Brave Tarnished. Welcome to the Volcano Manor. I am Tanith. Tanith. The proprietress of this house. Raya spoke well of you. A warrior of promise. I believe she said. Perhaps you are prepared to make a commitment. Will you join us here at the Volcano Manor? And resist the tide? Why accept the burden of their grace? Or be fooled by the dogmatic ramblings of the fingers? Rise with us against the Erdtree. Haus Vulkan beitreten? Ja. Your decision is most welcome. Now you belong to the Volcano Manor family. The drawing room lies down the hall. Make yourself comfortable, but be sure to earn your keep. Schlüssel zum Zeichenraum. The drawing room is through the hall. Use the key I handed you and make yourself comfortable. The drawing room is through the hall. Okay, du sagst nichts, ne? The key I handed you. Come on, you're home. Make yourself comfortable. Besser nicht, ne? Besser nicht. Wir hauen die nicht. Gucken uns hier um. Da geht's noch. Wo? Wo gehen wir zuerst hin? Hier ist der Korridor. Tür ist blockiert. Aha, das war die verschlossene Tür. Eine Parfümflasche. Voll wichtig hier, die Türen. Die voll schwer auf. Und hier ist aber nichts. Musik. Erstmal Loot. Sandenfinger. Brief des Hauses Vulkan. Eine schriftliche Einladung, das hat die uns ja schon mal gegeben. Warte, zurück. Eine schriftliche Anfrage des Hauses Vulkan mit dem Namen eines zur Jagd ausgeschriebenen Befleckten. Istvan, der alte Ritter. Er hält sich im Limgrave auf, sucht die rote Markierungen auf eure Karte, um den genauen Ort zu erfahren. Hm? So, du? You. What in heaven's name are you doing here? The Volcano Manor is a pit of recusants who spit at grace and hunt our own kind. I hope you understand the weight of my words. Verstehe. Well, as long as you understand what you're saying. I thought you were tarnished, bred by virtue. Perhaps playing that part led you to your doubts, I wonder. But know that the path you walk is blasphemy and leads only to a miserable death. Before you consider hunting any of your own kind, think on that. Mm-hmm. This blasphemous path leads only to a pitiful death. Unrühmliches Ende. Before you consider hunting any of your own kind,
think on that. Ja. Das was mit dem Endgame zu tun? Was sagst du? Hello again, brave Tarnished. As a scout, I am pleased to see you again here at the Volcano Manor under Lady Tanith's guidance. May you tread the path of valor. Brave Tarnished, under Lady Tanith's guidance. Ja, ist okay. Warte, das war... das hier. So, das war jetzt die Geschichte. Dann gab es da noch einen Gang. Oder ein Zimmer. Nicht zu öffnen. Und hier geht's raus. Okay, da gucken wir nochmal das andere. Das andere war hier oben. Ist das alles riesig? Echt? Oh, was? Wieso? Warum? Weg! Ah, schade. Nicht schlimm. Was hat er denn da für eine Waffe? So, oben kommt ein Invader. Haben wir denn hier alles gelootet? Invasion. Voll die krasse Waffe. Ah, nicht getroffen, was? Okay, wenn er das macht, ist er gefährlich. Nein, 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 weg, weg, weg. Oh, der Militär, der Beck. Was macht er da? Alter, was? Okay. Alles klar, danke fürs Kennenlernen. Wir kommen wieder. Irgendwann mal. Haus Vulkan, ey. Wer soll sich das alles merken? Die ganzen Gebiete. Was es wo gibt. Ja, keine ruhig nach Hause zurückkehren. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich wollte dann gucken, wie es draußen aussieht. Mir. Alter. Willkommen in Gelmir.
So, einmal durch bitte. Nein, geh weg. Was ist das denn für ein Ort? Das ist der goldene Saat. Ist der immer noch hinter uns? Das hört gar nicht mehr auf. Das hört gar nicht mehr auf. Goldene Saat, yes. Okay, ist alles nebelig, man sieht nichts. Weiter hoch, ne, da geht's gar nicht hoch, so, da kommen wir nicht hoch. Der Pferd, oder? Ich glaub nicht. Was bewacht ihr hier? Oh, was? Nein, nein, nein. Wie viele Hände? Was ist klar? Okay, hier gehören wir schon mal gar nicht mehr hin. Aber ich möchte gerne das Map-Stück haben. Haus Vulkan. So, geht nur um den Weg, dann geht es hier um die Ecke. Okay. Ach, da sind die Seelen. Okay, war jetzt nicht so viel. Gehst du jetzt runter, wo diese Hände waren, ne? Oh. Ja, sehr gut. Da ist es. Das wollte ich haben. Nimm es. Nimm es. Nein, das ist nicht genommen. Nein, ich bin tot. Nein. Guck mal, da ist es. Und ein Ort der Gnade ist da. Nicht direkt hier links runter. Da unten ist es doch. Oder ist das zu hoch? Oh, es ist zu hoch. Es ist zu hoch.
Okay, dann nehmen wir jetzt den... Patches ist hier? Was? Warte, ich will jetzt erstmal das Map-Stück haben. Wir können immer noch mit denen reden. Okay, da läuft hier wieder einer rum. Da ist ein Händchen. Das war doch irgendwo hier. Wieso nimmt das denn nicht? Karte gefunden. Hör auf damit. Händchen ist ja voll stark. Okay, das ist noch nicht unser Gebiet hier. Aber wir haben jetzt erstmal ein Stück. Oder? Neue Karte gefunden. Gelmir. Wer soll das alles machen, bitte? Wer? Okay, wir haben das aber freigeschaltet. Wir können jederzeit dahin. Das Gebiet da ist, glaube ich, das sind wir noch nicht. Ist auch irgendwie so eine Höhle. Da was Grünes. Alter. Ganze rote Bereich haben wir auch noch hier. Okay, wir machen hier eine Pause mit dieser wunderschönen Aussicht hier mit dem freigeschalteten Map. Weil ja, das geht hier alles noch weiter. Ach, hier ist jetzt noch höher gegangen. Oh je, oh je, je. Das war der höchste, ne, die Götterbrücke. Da sind wir mal, wo wir so eine Kiste hier aufgemacht haben. Und jetzt geht's aber noch weiter hier. Also das Gebiet, das lassen wir jetzt erstmal. Wir gehen hier mal gucken, was es hier alles gibt. Und dann vielleicht hier mal in die Hauptstadt rein. Alles klar. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.